da bedanke ich mich bei meiner Mannschaft, denn sie hat sich hier eingebracht, sie hat unheimlich viel investiert, sie hat mit Leidenschaft gespielt, unterstützt von den VfL-Fans, die weite Reise gemacht haben. Ein äußerst glücklichen, gar keine Frage, aber einen absolut verdienten Sieg eingefahren. Brisante Szenen haben sich abgespielt hier während der 90 Minuten oder mehr als 90 Minuten. Ich habe das gesehen, was ich sehen wollte. Eine Mannschaft, die mit Leidenschaft versucht, Punkte einzufahren. Eine Mannschaft mit einer Körpersprache, die gezeigt hat, dass sie unbedingt gewinnen will. Eine Mannschaft, die natürlich in der Vorwärtsbewegung dem Tabellenplatz entsprechend eine ganze Menge Fehler gemacht hat. Aber eine Mannschaft, die gut verteidigt hat und eine Mannschaft, die Willens gezeigt hat. Wir können diese Fehler ansprechen. Ich gehe davon aus, dass wir sie aufarbeiten werden und am Freitagabend gegen St. Pauli hoffentlich schon bereinigt haben. Das wird mit Sicherheit voll. Das Ruhrstadion wird hoffentlich aus den Nähten platzen. Auf jeden Fall sage ich, dass all die, die irgendwo nur im Geringsten was mit dem VfL Bochum zu tun haben, irgendwo im Geringsten mit diesem Verein jetzt noch dieses gemeinsame Ziel erreicht, den Klassenerhalt, dass all die kommen werden. Nicht nur die 13.000 zu tief enttäuschten, zu denen ich auch gehörte im Spiel gegen Aue, sondern wie ich gehört habe, diese 13.000 bringen jeweils mindestens noch einen mit, sodass wir 26.000 eigene haben. Also eigene Fans, die hinterm VfL Bochum stehen. Der Rest kommt aus St. Pauli. Das Stadion wird voll.